Vor dieser spektakulären Kulisse mit der Skyline von Singapur macht sich die Formel 1 für ein weiteres Rennen bereit. Man könnte sagen, es wird ein Ausdauerrennen, denn die berüchtigten saunaartigen Temperaturen im Cockpit machen es physisch extrem anstrengend. Mit seinen insgesamt 23 Kurven, 13 links und 10 rechts, bringt es der Marina Bay Street Circuit hier in Singapur auf eine Länge von 5 Kilometern. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit auf dieser Strecke 172 km/h. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Jetzt würde ich gerne mit dir über Valtteri Bottas reden. Heute können sie wirklich den Titel holen. Was denkst du also, wie werden sie mit dem Druck umgehen? Ich glaube, dass alles gut werden wird, wenn sie es schaffen, sich auf die Piste zu konzentrieren und nicht so sehr an die Bedeutung des heutigen Tages denken. Das ist ein Rennen wie jedes andere auch. Du tust dein Bestes und akzeptierst, dass es Dinge gibt, die du nicht selbst in der Hand hast. Wenn ihnen das gelingt, haben sie schon die Hälfte geschafft. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Leclerc, Daniel Ricciardo und Sainz, Richards, Vettel, Albon und Lando Norris, Magnussen, Gasly, Esteban Ocon und Stroll, Russell, Giovinazzi, Jordan King und Kimi Räikkönen. Latifi, Perez, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Schumacher und Dani Quert komplettiert die Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. So, Start in Singapur, Rennen Nummer 16, F1 2020. Versuchen wir es halt halbwegs erfolgreich mal einzugehen. So, den ersten haben wir schon mal kassiert. Das ist Carlos Sainz, der jetzt hinter uns ist. Oh, Alter. Während Ricciardo da mal auf riskant geht und den Leclerc versucht, da wegzubremsen. Hau ab von mir. Ja, ich muss das Problem, ich kann den Ricciardo einen Bombenstart gehabt, den wird schwierig werden, den zu kassieren. Also zwei Autos habe ich mitgenommen, aber da er auch hier vor mir. Und ich habe gar keine Chance, hinterher zu gehen, weil Ricciardo da so schnell ist. Irre schnell auf dieser Strecke ist gerade. Weil der wird sich jetzt gleich schon in den Bottas krallen oder was? Ich komme gar nicht mit gegen Ricciardo. Gut, der Abstand, ich kann ein bisschen mitgehen. Ich kann nach hinten ein bisschen mitgehen, aber zum Rausfahren, aber ich habe keine Chance, nach vorne irgendwas zu machen. Also zwei Autos habe ich mittlerweile überholt, das sind erstmal Sainz und Leclerc. Aber ich habe keine Chance, da wirklich irgendwas gerade zu machen gegen was da vor mir passiert, weil wie gesagt, Ricciardo weg, jetzt zieh das mal weg. Ja, der hat aber auch, der ist aber auch knallerhart gefahren gegen Leclerc, da hat er mir ein bisschen nämlich geholfen, dass ich den auch noch kassieren konnte. Aber wie gesagt, natürlich, klar. Es ist nur ein bisschen Zeit. Wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir wieder reinkommen ins Rennen.
Also 15 Runden haben wir jetzt hier noch. Es kommt noch 13 vorhin. Mit dieser hier. Der führende Max Verstappen gibt auch richtig Gas. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ja, die Mediums sollte jetzt gleich draufziehen. Irre, was der Ricciardo da raushaut an Tempo. Ich komme überhaupt nicht in die Situation noch. Also zumindest noch nicht. Power from the engine is going to be down slightly. It's showing some minor wear. Da gibt's noch einen Motor im nächsten Rennen. Ja, ich habe gar keine Chance, was wir machen gerade, ne? Der zieht mir weg. Der zieht mir richtig weg da vorne. Copy. Ja. Anders ist jetzt gerade nicht möglich. Ich versuche jetzt gerade in die Box zu gehen. Auf die Linksreifen. Weil ich verliere gerade richtig Abstand. Nein. Aber gut, das kann kein Motor sein. Also, führen momentan von Max Verstappen vor den beiden Mercedes und dann da in die Ricciardo und wir fallen da momentan als Fünfter richtig weit zurück. Mein Ziel ist es halt irgendwo mit ein bisschen Hoffnung, diese 10 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Let's use overtake and burn some of this energy. So, jetzt kann man wieder ein bisschen weg. Push now. We're boxing this lap. Ja. Keine Chance überhaupt da irgendwas zu machen gerade. 4,4 Sekunden, der zieht mir mehr oder weniger gerade weg, als ich da irgendwie was reißen könnte. Der hat so einen Bombenstart gehabt, der Ricciardo. Leclerc momentan besser. Der hat so einen Bombenstart gehabt, der Ricciardo. Der war auch an den beiden Autos relativ zügig vorbei, als ich da mitgezogen bin. Hammer. Aber okay. Scheint wohl so eine Strecke zu sein. Aber gut, das Rennen ist ja noch lang. Das kann ja auch passiert, dass er noch einen technischen Defekt bekommt oder das, was noch passiert. Ansonsten haben wir da keinen Stich, gerade irgendwas zu reißen, daran zu kommen. Dann sitzen wir das hier Maximum Platz 5 fern. Was auch okay wäre. Nach den Trainingsergebnissen. Ich gehe jetzt in die Box. Ja, wir haben 11 Runden danach mit auf den Mediums. Wie gesagt, da vorne geht gar nicht mehr. 4,7 Sekunden. Der zieht mir mehr oder weniger gerade richtig weg da vorne. Naja, mal gucken. Wichtig wären diese 10 Punkte klar allemal, weil gegen McLaren vor allen Dingen, wobei Platz 3 wahrscheinlich nicht machbar ist. So, Abstand momentan 5,2 Sekunden. Also wir haben verlieren eine halbe Sekunde fast pro Sektor. Sogar 5,7. Verstappen's in first place. Na, wir müssen nicht gucken, dass wir ein bisschen da ankommen. Dass wir ein bisschen weggehalten bekommen, weil alles, was jetzt hinter uns ist, schließt natürlich auf. Das kann aber wie gesagt auch der Motor sein. Weil er hat ja gesagt, der Motor hat jetzt mega verschleißt Leistungsverlust. Das kann natürlich jetzt auch der Fall sein, dass wir da deswegen verlieren. We expect you'll be noticing a bit of grip loss in the tires around now, so just be careful.
Also Abstand momentan 7,6 Sekunden, der Abstand nach vorne und nach hinten wieder bei 0,3. Our gap to the car in front is 7.6 seconds. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Geil. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Jetzt wollte ich gar nichts machen. Ich darf jetzt natürlich. Ach Mann. Ja, ich geh jetzt in die Box, wo ich sie neu reifen. Sorry, dass ich da die Rückbänder eingebaut habe. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Go, super. Go, go. After these tires now, we want to finish the race on this compound. Na, Leclerc, der muss natürlich auch noch mal rein, weil ich glaube nicht, dass der durchziehen kann. Also, Vettel war vorbei am Sainz übrigens, mit dem Boxenstrahl, mit der Boxenstrategie. So, jetzt kann ich mich wieder versuchen, ein bisschen abzusetzen, oder zumindest versuchen. Reinzukommen. Mal gucken, was am Ende rauskommt, wenn die alle die Boxenstrategien durch haben. Jetzt ein Safety Car wäre super. Um zumindest ein bisschen wieder ranzukommen ins Feld. Wobei das Safety Car gut wäre, wenn es am Ende der Boxen-Dings durch ist. Wenn die jetzt nämlich jetzt die Safety Car raushaut, dann haben die da vorne alles gewonnen. Weil Ricciardo, glaube ich, auch schon drin war. Also der wird auf jeden Fall durchziehen. Mick. Mick in the pits. The gap to the car ahead is 8.4 seconds. Das ist jetzt Platz 7. Vorher sind wir noch Charles Leclerc, also der hat es auf jeden Fall schon mal richtig gemacht. Aber ich hoffe, dass der nochmal rein muss. Ansonsten klebt da nämlich noch einer dazwischen, der da nicht hingehört. Oder vielleicht einfach Glück hatte. Vettel ist natürlich jetzt übelst dran an uns. Ja, Leclerc, ich glaube, der war, glaube ich, in der Runde 1 schon in der Box. Soweit ich das richtig verstanden habe. Und Ricciardo schon mal vorbeigekommen, um zu sein an der Führung. Ja, hängt er tatsächlich drin? Kann er die auch sein. Also nach vorne geht gar nichts mehr. Das ist klar. Na, Angriff Vettel. Ja, nicht, kommt da nicht von. Mind that front wing. Ach, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Dieses Rennen geht mir so jetzt schon wieder auf den Piss, ey. Da kommst du.
So, Verstappen schnellste Runde. Toll, na gut. Stroll is in the pits. Gap to teammate behind is 12.5 seconds. Ich wehre mich gegen dich, Vettel, das kannst du mal sicher sein. Sind jetzt Sechser momentan, also Fünfter waren wir vorher. Dann ist auf jeden Fall ja, Leclerc da vorne noch, ne? Wie gesagt, und Ricciardo lässt sich aufzuhalten davor. Ich denke mal, dass der Leclerc auch nochmal reinfahren muss. Der wird nochmal auf die Soft gehen. Der wird nicht durchfahren. Das ist quasi, na, ich denke nicht. Dann ist es halt am Ende Platz 6. Dann ist es halt so. So, wir haben noch 7 Runden jetzt. Also, momentan scheint wohl Ricciardo ein ordentlich Stück vorne zu sein. Weil der irgendwie so sein Tempo, beim Start war ja auch gar nicht aufzuhalten. Wenn er das Tempo da mitgenommen hat, dann ist der verdammt schnell, der Renault da vorne. Wobei ich mir fast nicht sicher bin, dass der Leclerc da nochmal rein muss. Runde 9 jetzt gleich. Ich bin drauf auf dem Overtake-Button, mein Freund. Ja, scheiße, Ralf. Den habe ich verloren, den Platz. Ja, noch nicht. Doch noch. Und jetzt habe ich das Glück, dass der Vettel nämlich vor mir war. Vor der Linie, das heißt, wir können tatsächlich nochmal DRS setzen und jetzt ein bisschen wegziehen. Wäre der Vettel jetzt eher nach hinten gucken muss, ist der Albon hier nicht knackt. Aber für mich momentan Ricciardo, klar, man ist Man of the Race. Der hat der an Tempo, aber der hat gar keine Chance, da irgendwas mitzugehen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, Leclerc da vorne nochmal ein bisschen abläuft. Dass der nochmal sagt, ich gehe nochmal auf die Soft am Ende. Alles andere wird nicht zu machbar sein, es gibt einen Safety Car. Angriff, Vettel. Ja, den Konter konnte ich nochmal setzen. So, Leclerc bleibt auf jeden Fall da draußen. Fährt der tatsächlich auf den Reifen durch? Die 14 Runden alt am Ende sind wir. Der war, glaube ich, in der ersten Runde auf Medium. So, nächste Woche geht es nach Russland, nur so nebenbei. Ja, für mich geht es halt immer jetzt wirklich um das, diesen Platz auf das Safe sichern. Ja, es sind dann am Ende nur 8 Punkte, die wir mitnehmen. Also, ich denke, dass, wie gesagt, wenn wir klären, die Box geht, sind 10 oder mehr auch witzig drin sein. Es jetzt passiert da vorne noch irgendwas. Vielleicht ein Ausfall von Ricciardo, ja, aber. Jetzt ist Safety Car, das wäre natürlich super. Aber nach vorne geht nichts mehr. Sonst.
immer noch kürzer von Leclerc. Zunächst noch einmal ein Motor. Scheiße. Nächstes Rennen ist Russland. Gut, dass das Überholen war noch mal eine Ecke einfacher als jetzt hier in Singapur. Hier ist nämlich ein Start vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Den haben wir eigentlich relativ gut gemacht, aber wirklich das Tempo von dem Renault da vorne, dann kommen wir gar nicht mithalten. Und dann wird der auf 2 oder 3 rumfahren. Aber ich verhoffe, dass er, wie gesagt, Leclerc nochmal in die Box muss. Dann wären wir zumindest wirklich noch Fünfter. Bei Renault ist vor allen Dingen ja gerade auch die Konkurrenz. Ja, schön für dich. Wie soll ich das dann machen? So, das Safety Car können wir jetzt abschminken. Noch kein Platz. Also der wird durchfahren wahrscheinlich sogar da. Auf dem. Ah, bleibt dran. Hab ihn. Wieder. Glück gehabt. Na, es geht wirklich nur rein um diesen Platz. Platz 6 wird es am Ende werden. Leclerc, den hätte ich eigentlich schon fast abgeschrieben gehabt aus dem Rennen. Aber der hat das am Ende so bombig gemacht anscheinend. Also, weil alle anderen in die Box gingen, ja durchfahren konnte. Mit einer guten Pace und diesen sechsten, sich diesen fünften Platz wieder zurückgeholt hat. Den er, glaube ich, auch beim Start inne hatte. So, dann sind es jetzt noch vielleicht zwei, drei Ründchen noch. Dann haben wir es geschafft hier in Singapur. Und dann wäre es zumindest Platz 6. Wenn er nicht noch in die Box muss. Oder geht. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht mehr so wird. So, jetzt heißt es, dass man wieder Sebastian Vettel abzuwehren, weil er vor allem der Red Bull dahinter noch dran klebt. Ja, wieder nicht. Der kommt nicht vorbei. Der muss natürlich. Vettel Albon. Das sind jetzt momentan, das ist dieser Kampf um Platz 7. Wobei wir da auch noch mit drin sind in der Situation. Also, wenn die sich da hinten schon bekriegen, ist mir das tatsächlich egal. Sollen die ruhig sich da hinten bekämpfen? Umso besser komme ich wieder ein bisschen, kann ich ein bisschen in die Lücke größer ziehen und mich da ein bisschen raushalten. Heute bin ich jetzt auch erstmal aus dem DRS-Fenster raus. Ja, ich vertraue dem Leclerc noch nicht, dass er das Ding durchhaut. Dass der quasi auf einem Satz durchfährt. Die Reifen müssen ja richtig nackt sein eigentlich bei ihm. Gelb.
Irgendwo ist da hinten gerade gelb. Die Frage ist, was ist passiert? Ist da jetzt sichtlich irgendwas passiert? Charles Leclerc! Und damit ist es dann am Ende Platz 5. Und damit sind die Reifen wahrscheinlich durch. Dann gab es den Einschlag, dann ist er durch. Ja, hier ist er nämlich eingeschlagen. Ja, dann hat er sich durchgeholt. So, Green Flag. Also, damit ist es dann am Ende Abend, Platz 5 wäre es zumindest. Oder wären zwei Pünktchen mehr. Und damit haben die Reifen nicht halten. Ja. Und die Gelbphase war gut, weil dadurch habe ich jetzt ein bisschen Ruhe da hinten. Wir haben gleich noch eine Runde. Also, eine Runde dieser Rest von dieser hier und dann haben wir's. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Naja, das ist mir aber gerade herzlich egal. Schade, ich hatte gehofft, mir wäre das egal gewesen, der Leclerc. Dann ist Bricciano tatsächlich auf 3 vorgefahren. Und der ist ja auch direkt vor uns geschafft, 6 nämlich. Und hat dann 3 Autos überholt. Und wir haben es bisher auf 2 gepackt, also ist Ricciardo. Tatsächlich ist so ein bisschen für mich Man of the Race. Der hat nämlich so ein irres Tempo davor gelegt. Sei denn, der scheidet noch aus, aber ich glaube nicht. Der hat gesagt, eigentlich hat er es verdient. Also da konnte ja gar keiner mehr mithalten. Der war so flott unterwegs, seit dann Sainz und Leclerc vorbei. Am Start. Wir konnten zwar das Tempo dann mitgehen, aber ihn nicht mehr angreifen. So, ich werde mich jetzt hier noch in diese eine Runde. Ich muss dieses Auto, diesen Ferrari noch hinter mir halten, der mir der fast das ganze Rennen schon am Arsch klebt. This is your final lap of the race. So, Angriff gegen Vettel, der da aber gerade mal noch von Albon kassiert wird, wahrscheinlich sich mit verbremst hat. Und da gab es auch eine Berührung tatsächlich. Gefühl war so. Oh ja. Oh, der muss ja richtig verlieren. Der verliert nämlich gerade gegen den McLaren, der dahinter noch klebt, seine Platzierung. Oder fast zumindest. Und das Zeit in front is 26.5 seconds. So. Also da vorne ist keine Chance. An die Top 4. Da wird nichts mehr passieren. So, jetzt muss ich nur den Red Bull noch hinter mir halten. Es gibt keine Chance mehr zu kontern. Der Vettel hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, hat sich wieder von dem McLaren gepackt. Der Sieg wird sehr wahrscheinlich an Max Verstappen gehen. Das ist jetzt übrigens auch amtlich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da war heute überhaupt nichts zu holen für uns. Es wird maximal Platz 5. Die Frage ist, können wir das halten? Oder wie in Frankreich tatsächlich auf der Stadt-Zielgeraden, dass es da wieder ein Auto überholt. Weil in Frankreich war es nämlich Ricciardo, der uns da noch abgefangen hat. Und das ist das Problem, was mir jetzt gerade gleich blühen könnte, wenn ich nicht an Albon wegkomme. Der Motor zickt gerade ein bisschen. Oder kriege ich noch gehalten? Die Linie kommt relativ früh. Es reicht Platz 5 am Ende. Mehr war nicht drin. Wobei ich zufrieden bin. 10 Punkte hätte ich niemals gedacht. Hat die Trainingsergebnisse definitiv nicht. Oh, Perez für mich war Fahrer des Tages, okay. Also für die Jungs. In Singapur ist es nie leicht, bis zur Ziellinie durchzuhalten. Es ist ein langes Rennen, aber hier und heute war der Sieg in keiner Sekunde gefährdet. Herzlichen Glückwunsch. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein.
Ja, Max war heute einfach auch nicht auftauchen, aber Ricciardo, wie gesagt, für mich auch nicht. Da war gar keine Schnitte, der war so weg, zum direkt vom Start weg. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, die ersten drei wird kaum eine Chance sein, vorbeizukommen, wenn da nicht noch dramatisch viel passiert. Mit ein bisschen Dusel. Zweiter können wir noch werden, sind 21 Punkte. Theoretisch. Meister wird wahrscheinlich Valtteri Bottas dieses Jahr. Aber auch was die Team betrifft. Da sind wir mal gut ein bisschen dabei. Ja, wir haben ein bisschen was verloren, klar. Aber müssen wir in der nächsten Saison, müssen wir wirklich, wenn wir die Chance haben, Platz 3, die Top 3 zu reifen. McLaren wird wahrscheinlich weg sein, oben auch. Naja, ist dann halt so. Nächste Rennen ist dann Russland. Und das wird dann nächste Woche sein. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Naja, war aber okay. Ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Was denken Sie, wie sich dieses Ergebnis für dieses Team anfühlt? Ihr Wettstreit ist ein wenig außer Kontrolle geraten, nicht wahr? Ich habe gar nichts gemacht. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? So. Klasse, das war dann alles. Ach, gegen Leclerc, geht gar nicht gegen Ricciardo, sondern Leclerc. Okay, das war gut, das wäre gar nicht so schlecht, dass er ausgefallen ist sogar. Ich dachte, Ricciardo, der wäre es gewesen immer. Naja, alles gut. Mick steigt jetzt auf 11 auf. Und fürs Team im Rennen 19. Es gibt wieder gute Punkte. Jetzt sind wir bei 6,7 Millionen. Wie gesagt, ich werde es eh sparen, weil wir nächste Saison schon wieder neu aufstellen wollen. Neues Team, neuer Fahrer, neues Glück. Und das nächste Rennen ist dann, wie gesagt, in Russland. Bis dahin und tschüss.